Eine große Chance für Leo. Hallo, was geht? Ein Praktikum im Hotel. Was geht? Was geht? Hier kann er zeigen, was er alles drauf hat. Kinder mit Down-Syndrom haben krumme Hände, haben immer so eine blau melierte Haut, aber das geht später weg, weil die werden ja sowieso so fett. Das wurde Leos Mutter vor seiner Geburt gesagt. Und alle solche negativen Dinge, die werden dir erzählt. Und die Ärzte, die tun ja immer so, als ob das die schlimmste Strafe ist. Aber es war keine Strafe. Und es ist keine Strafe. Im Hotel soll Leo sich beweisen. Leo muss sehr viel Eigeninitiative zeigen und auf die Gäste zugehen, sie begrüßen, Gepäck abnehmen, auf die Zimmer bringen. Aber es gibt ein Problem. Leo hat Diabetes. Geht's dir nicht gut? Schafft er trotzdem den Einstieg ins Berufsleben? Mit einer festen Stelle im Hotel? Guck mal, und jetzt schau mal. Und jetzt guck mal, jetzt muss es da in so ein Ding einrasten. So, super. Oder? Ja. Willst du es hier machen? Logo. Bügeleisen ist dort. Steckdose brauchen wir noch. Leo ist 20. Für ihn beginnt heute ein neuer Lebensabschnitt. Dann fängst du hier vorsichtig an. Langsam. Langsam. Und nicht drauf stehen lassen. Sonst so? Brennen. Ja. Und natürlich nicht dabei einschlafen. Du musst heute noch zur Arbeit. Ich gehe Leute sprechen und gut. Führer, Kellner machen und ich freue mich sehr heute. Ich bin natürlich auch aufgeregt, wenn mein kleiner Großer hier ja in die Welt geht und hoffentlich alles richtig macht und ja, viele Aufgaben hat, viele neue und sein Leben sich ja auch verändern wird oder unser aller Leben. Leo hat das Hotel Anne-Sophie schon kennengelernt. Das Bewerbungsgespräch lief gut. Doch wird er auch im Praktikum überzeugen können? Seine große Hoffnung, eine Festanstellung. Für ihn wäre das ein bedeutender Schritt, um selbstständig zu leben. Bevor es losgeht, muss er noch mal üben. Und zwar, wie man Gäste begrüßt. So, und jetzt einfach mal und nicht einschlafen. Wir haben ja heute noch ein bisschen Programm vor. Herzlich willkommen. Darf ich hier Gepäck nehmen? Herzlich. Guten Tag, herzlich willkommen. Darf ich Ihren Gepäck nehmen? Mhm. Ihr. Herzlich willkommen. Also ihr. Ihr. Ich bin blind da. Gibst du mir deinen Koffer? Also du stellst dich vielleicht dahin, hier so, und ich komme die Treppe hoch. Guten Tag. Guten Tag. Herzlich willkommen. Darf ich Ihren Gepäck nehmen? Gerne. Mit seiner Mutter Ulrike funktioniert das prima. Aber wie wird das mit den Gästen im Hotel klappen? Raus. 15 Minuten brauchen Leo und seine Mutter bis nach Künzelsau. Gelegenheit für die letzte Probe. Guten Tag, herzlich willkommen. Darf ich Ihren Gepäck nehmen? Mal. Guten Tag, herzlich willkommen. Darf ich Ihren Gepäck nehmen? Ich liebe dich, Mama. Richtig auch. Ganz gut. Werden wir es schaffen? Ja. Das Hotel Anne-Sophie liegt im Zentrum von Künzelsau im Hohenlohe-Kreis. Hier arbeiten rund 100 Menschen mit und ohne Behinderung. Die Philosophie des Hotels? Alle sollen am gesellschaftlichen und beruflichen Leben teilhaben. Das Hotel hat 54 Zimmer und mehrere Restaurants. Die Ansprüche an die Mitarbeitenden sind hoch. Diana hat ihren Einstieg ins Berufsleben schon geschafft.
Sie hilft heute beim Housekeeping aus. Was ist Zeit? Dabei ist Tempo gefragt. Für jedes Zimmer sind nur 20 Minuten Zeit. Zum Glück hat sie Verstärkung. Anders als in anderen Hotels arbeiten hier drei Angestellte zusammen, um in der knappen Zeit alles zu schaffen. Leid ist nicht. Ich mache halt das, was ich immer seit immer mache. Ich bin halt langsamer, das ist aber nicht schlimm. Jeder hat seinen eigenen Rhythmus. Darauf nimmt das Hotel Rücksicht. Die Zeit ist einfach da. Dianas regulärer Arbeitsplatz, der Hotelladen. Hier verkauft sie Dinge, die von benachteiligten Menschen aus der ganzen Welt hergestellt wurden. Heute Morgen ist Diana auf sich allein gestellt. Ihre Kollegin ist noch nicht da. Wichtig ist, dass am Ende die Kasse stimmt. Ich bin schon aufgeregt, ja. Ist manchmal auch schwierig, was die Leute wollen. Ja, aber sonst, die gucken sich rum und meistens kommen sie sich zurecht. Ja, und Kasse ist kein Problem. Jetzt geht es auch für Leo los. Keine Angst. Drinnen wird er schon erwartet. Von Jutta Helferich, der Inklusionsbeauftragten des Hotels. Grüß Gott. Guten Morgen, Leo. Was geht? Freue mich, dich zu sehen. Wie geht's dir? Gut. Sehr schön. Ja. Ciao. Ciao, Vari. Ich steige. Ich gehe vor. Leo muss sehr flexibel sein. Er schaut sich ja noch andere Abteilungen an. Er geht noch in den Service und bei uns in die Küche. Und dann möchten wir ihn ja als Portier bei uns noch einsetzen. Und da sind wir sehr gespannt, weil da muss er sehr viel Eigeninitiative zeigen und auf die Gäste zugehen, mit den Gästen auch ein bisschen sprechen. Also sie begrüßen, Gepäck abnehmen, auf die Zimmer bringen. Ja, aber ich glaube, es wird er toll machen, weil er einfach ein unglaublich freundlicher Mensch ist. Die nagelneue Uniform sitzt schon mal. Die Inklusionsbeauftragte wird Leo in den ersten Tagen begleiten. Ich helfe einmal. Ja. Ich glaube, du musst die Hose erstmal ein bisschen hochziehen. Ach so, ja. Genau. Brauchst du einen Gürtel? Hast du abgenommen? Ja, ein bisschen. Und jetzt hast du noch den Zopf hinten drin, den kannst du noch rausziehen. Super. Schick. Leonard, es ist eigentlich schon beim Aufstehen morgens der Sonnenschein. Ja. Also dieses ganz Positive. Mhm. Also und du kannst. Willkommen, was geht, was machen wir? Ja. Ja. Es ist nichts Negatives, was von ihm kommt. Trotzdem haben Leos Eltern viel Diskriminierung erlebt. Ulrike ist Anfang 40, als sie mit Leo schwanger wird. Er ist ein Wunschkind. Leo hat noch drei Geschwister. Sie haben keine Behinderung. Während der Schwangerschaft mit Leo macht das Paar bedrückende Erfahrungen. Es ging schon los mit der Messung der Nackenfalte, wovon dann wirklich so ein ganz gewissenhafter Arzt einfach gesagt hat, oh, sie kriegen ein Kind, ein schwerstbehindertes Kind. So ging das eigentlich los. Da haben wir es, das Nackenödem. Ja. Aber das ist kein Problem, das können wir hier in Deutschland sofort lösen. Und ich war so erschrocken und dachte, was ist das? Und dann sagte er, ja, Sie kriegen wahrscheinlich ein Kind mit Down-Syndrom, aber das müssen Sie nicht kriegen. Und das war so der Initial. Halt, der letzte Satz, den hast du vergessen. Wir leben in Deutschland und jede Mutter hat ihr Recht auf ein gesundes Kind. Genau, jede deutsche Frau hat das Recht auf ein gesundes Kind. Und das war so eine Initialzündung, wo ich dachte, also mit welchem Recht sagt er das und entscheidet über irgendwas? Und wir wussten ja eigentlich vorher, klar, ich war ja keine junge Mutter mehr, also es kann immer was passieren. Und wir hatten gesagt, wenn wir ein Kind bekommen, dann bekommen wir das Kind. Aber der Schock, der saß natürlich fest. Und dann war das immer so, einen Tag ging es mir gut damit und am nächsten Tag ging es mir schlecht damit. Einfach so dieses, werde ich das schaffen? Können wir das schaffen? Werde ich überhaupt weiter arbeiten können? Und was bedeutet das für die Partnerschaft? Hält die dem Stand, auch diesen Belastungen?
wir haben das geschafft und mit kleinen Ängsten, mit großen Ängsten und immer mit Optimismus. Aber man hat immer die Zeit unterschätzt, die es dauert. Also ich habe immer gedacht, es geht schneller. Aber die Schritte, die beim, in Anführungsstrichen, normalen Kind, sagen wir mal ein halbes Jahr dauern, die dauern bei ihm manchmal 3 Jahre oder noch länger. Auch die ganze Sprachentwicklung und alles, das hat immer gedauert. Und hätten wir aber auf die Fachleute gehört, dann wäre das Thema schon abgeschlossen. Die haben dann teilweise gesagt, ja, die entwickeln sich dann einfach nicht mehr weiter. Aber er entwickelt sich schon jetzt immer noch weiter. Guten Tag, herzlich willkommen. Darf ich Ihr Gepäck nehmen? Guten Tag, herzlich willkommen. Darf ich Ihre Gepäck nehmen? Der Hoteldirektor begrüßt Carmen Wirth. Guten Morgen, mein Lieber. Schön, dass Sie da sind. Sie hat das Hotel Anne-Sophie vor rund 20 Jahren gegründet. Mehrmals in der Woche kommt sie vorbei, um auf dem Laufenden zu bleiben. Für sie war die Hotelgründung ein Herzensprojekt, denn ihr eigenes Kind hat eine Behinderung. Inklusion. Dass das stattfinden kann, dass man das umsetzen kann. Dass man die Menschen, die nur ein Handicap, zusammenbringt mit den nicht Gehandicapten. Dass es einen Ort gibt, wo man zeigen kann, hier funktioniert das. Und dann sind so viele Talente da, dass man eben sagen kann, du kannst das gut, der andere kann das gut. Und so konnten wir die Menschen im ganzen Haus gut verteilen. Wenn die Hotelleitung da ist, werden alle informiert. Guten Morgen alle zusammen. Guten Morgen. Ja, heute haben wir wieder einiges zu tun, was sehr schön ist. Das Besondere heute, Frau Wirth ist heute im Haus, mit dem Herrn Helferich zusammen. Wir haben einen Termin. Helena und Bina, ihr macht einen Wintergarten und einen Schlossgarten zusammen. Helena ist heute für den besonderen Besuch zuständig. Ich frage, was sie trinken wollen, bringe Speisekarten hin und dann... Ende des Liedes ist, dass ich das Essen dann aufnehme, was die bestellen wollen, schreibe ich mir dann auf. Was gab es dann zum Essen? Zum Essen? Ja, das haben wir schon wieder vergessen. Das Vorspeise hätte ich gern, einen ganz kleinen Salat. Ein kleines Salat? Ja, das muss ich gar nicht betonen, weil die machen immer solche Salate. Und weil die Frau wird eine Vorspeise, esse ich auch eine? Das ist ein langes Wort, gell? Ein Traum. Vielen Dank, Helena. Groß an die Knochen. Die Helena, klasse. Helena arbeitet schon fast 10 Jahre im Hotel. Trotzdem ist sie immer noch aufgeregt, wenn die Chefin da ist. Denn Helena ist ehrgeizig und perfektionistisch. Ständig will sie neue Aufgaben übernehmen. Alkoholische Getränke zum Nachtisch hat die 28-Jährige bisher selten ausgeschenkt. Oh, reicht, Helena. Oh, jetzt ist gut. Jetzt hat sie gewartet. Jetzt kommst du dir an die Küche. Das kann nie genug sein. Ich nehme nur ganz wenig, Helena. Ich muss doch arbeiten. Gut, danke. Danke, das passt. Sehr gut. Jetzt weiß ich, was die Frau Wirth sagt. Wir tauschen. Ja. Inzwischen hat der Hotelladen geöffnet. Dianas Kollegin ist immer noch nicht da. Aber die erste Kundin. Kann ich Ihnen schon weiterhelfen? Ja, gerne. Ich suche irgendwie eine Kleinigkeit. Wir wollten so zu Besuch und wollten so eine Kleinigkeit mitbringen. Okay. Irgendwie. Haben wir auch noch ein Brot? Aha. Ich glaube, ich würde den nehmen. Ja. Und vielleicht dann noch so eine Eichel. Genau, das ist ein Set. Ah, das ist ein Set. Ja, ah, ja. Genau. Kostet 15,90. Mhm. Beratung und Verkauf im Hotelladen hat Diana gut drauf.
Kann ich mit Karte? Ja, selbstverständlich. So, 28,40 €. Sie können es oben drauflegen. Tschüss. Leo hingegen steht noch ganz am Anfang. Magst du vorgehen? Nee, ja. Grüß Gott. Was geht? Hallo, Diana. Alles gut? Ja. Ja, hallo. Läuft. Hallo. Hi, Babette. Hallo. Wir würden das Pult holen. Ja. Ja, dann packst du mit an. Logo. Erstmal freiräumen. No. Er soll seinen Arbeitsplatz einrichten. Was geht? Wir gehen die Treppen hoch, die Stufen. Gleich soll Leo als Portier die Gäste empfangen. Schau mal, ob wir es hier abstellen können. Ja, das geht. Passt. Dann hast du alles im Blick? Ja. Und wenn die Gäste ankommen, kannst du sie gleich begrüßen? Ja. Was geht? Was geht? Was geht? Läuft? Läuft, ja. Gut. Im Moment ist noch kein Gast in Sicht. Ins Gespräch kommt Leo trotzdem. Was geht, was geht? Na, alles gut. Hallo. Moin. Oh, na, alles gut? Immer, was gibt's hier? Krabbe kommen. Hä? Krabbe kommen. Praktikum. Ach ja. So. Ja. Sehr schön. Nun, gefällt's dir? Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja. Tschüss. Tschüss. Smalltalk mit Fremden funktioniert schon mal. Und dann kommt der erste Gast. Na, herzlich willkommen in Hotel. Darf ich Ihren Gepäck nehmen? Danke schön. Bitte. Das, das. Gute. Gut. Auf geht's. Und alles gut? Ja. Läuft? Ja. Dann, wo kommst du her? Ich komme aus Pfaffenhofen. Cool. Und schon der nächste Gast. Hallo, herzlich willkommen. Darf ich Ihre Gepäck nehmen? Sehr gern. Gut, bitte. Der Weg durchs Hotel, ganz schön lang und verschlungen. Leo ist ihn zwar schon ein paar Mal zur Probe gelaufen, trotzdem muss er jetzt gut aufpassen. Und dein Tag ist gut heute? Naja, heute war es nur Reise. Mhm. Und das war ein bisschen schade. Ich habe jetzt 5 Stunden lang im Zug gesessen und bei dem Wetter hätte ich gerne ein bisschen mehr Zeit draußen gehabt. Gut. Aber ansonsten ist alles ganz fein. Prima. So. Der Gast ist zufrieden. Leos erstes Trinkgeld. Darf ich das so machen? Klar. Und dann wird. So machen wir ja, das. Ja, genau. Ja, so. Danke. Hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier. Ja. Du bist jetzt ja jeden Tag. Ja, ja, klar. Cool. Gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Den Job als Portier findet Leo ziemlich cool. Neuer Tag, neue Aufgabe. Also die Gabel drehe ich nach links. Und gucken, dass es halt einen Daumen breit ist. Und dann nehme ich das Messer und die Schneide geht nach innen. So, mehr, mehr, ja. Ja. Leo muss Tische eindecken, unter dem strengen Blick seiner Kollegin Helena. Ist sie zufrieden? Sehr schön, mit Leo zu arbeiten. Ja. Weil er das gerade richtig toll gemacht hat, nach meinen Anweisungen. Mhm. Ja. Ist nett. Danke. Hey, ich hab für dich extra. Und dann wird es hektisch. Leo muss servieren. Ich geh los, Leo. Helena kennt jeden Handgriff. Bei Leo sieht das noch etwas anders aus. Ja. Hallo. Ja. Schön. Und alles gut? Läuft? Alles gut, wunderbar. Gut. Was machst du? Was mache ich? Ja. Wieso?
Was ich hier mache? Ja. Ich gucke Facebook. Cool. Sehr schön. Ich hab's. Ja. Der Service verlangt Leo einiges ab. Konzentration. Halt, hier lang. Und Geschicklichkeit. Dankeschön. Warte, ich lege. Guten Appetit und toi, toi, toi. Das Teamwork hat super funktioniert. Jetzt kann sich Helena entspannen. Bei der Gartenarbeit mit ihrer Familie. Sie leben in der Nähe von Künzelsau. Ein Drei-Generationen-Haushalt mit Großeltern, Eltern und Geschwistern. Sich gegenseitig zu unterstützen, ist für die Familie sehr wichtig. Und für Helenas Mutter entlastend. Denn sie und ihr Mann gehen beide arbeiten. Für die Quitte. Zu ihrem Opa hat Helena eine besonders enge Bindung. Er war von Anfang an mit vollem Herzen für sie da. Mein Vater ist ja sehr wortkarg, ne? Aber wir sind aus dem Auto rausgestiegen und er hat gesagt, ist gar nicht schlimm, die kriegen wir auch groß. Ne? Also das ist einfach so und das war dann schon gleich der Bann irgendwie so. Das war dann, da haben wir dann gewusst, unsere Eltern haben schon ganz immer viel für uns gemacht. Und für mich war das dann auch ganz klar, dass wir auf jeden Fall, die Großeltern, dass wir zusammenbleiben. Das ist einfach ein schönes Miteinander. Ja, das ist nicht schlimm. Lass das hängen. Das kommt vor, das passiert mir auch. Helena und ihr Opa, unzertrennlich. Den kannst du lassen. Okay. Ja, okay. Der ist noch nicht. Helena bin ich sehr stolz, ne? Weil das sage ich ja immer, dass ich sie lieb habe und dass ich sehr stolz auf sie bin. Ne? Ich muss klein da auf der Couch, habe sie auf meinen Bauch gelegt und dann haben wir miteinander geschlafen. Das ist wirklich, manchmal denke ich dran, dann kommen manchmal als die Tränen. Wir sind froh, dass wir sie haben. Der hätte es auch nicht mehr hergebracht. Helena hat ihren Platz im Leben gefunden. Mit vielen sinnvollen Aufgaben. Bei der Arbeit im Hotel und zu Hause. Überall wird sie wertgeschätzt. Oh, ist gut. Und Helena, wie ist es so für dich hier zu Hause mit der Oma auch zu arbeiten? Sehr gut, sehr schön. Wir machen da. Also, wenn Helena und ich erlaubt bin, das ist, klappt einwandfrei. Also. Ich kann da nichts anderes sagen. Also seid ihr so ein richtig gutes Team, ihr zwei? Team, ja. Helenas Oma wünscht sich mehr Inklusion für alle Menschen mit Behinderung. Die meisten sind ja alle in der beschützenden Werkstätte. Das ist nicht richtig. Die kehren unter, die können was leisten. Das zeigt Helena auch immer, wenn sie Musik macht. Seit 5 Jahren spielt sie Saxophon. Oft auch gemeinsam mit ihrem Vater. An Weihnachten und Geburtstagen tritt sie vor ihrer Familie auf. Leben sie im Hier und Jetzt. Doch eine Sorge beschäftigt Helenas Eltern. Was wird, wenn wir nicht mehr sind? Und Helena lebt noch. Wer sorgt sich um sie? Wie wird sie versorgt? Das ist meine größte Angst. Wir würden es uns wünschen, wenn die Töchter sie zumindest begleiten. Aber wir verlangen, tun wir es von keiner. Also das muss sich entwickeln. Helena hat 2 Schwestern. Eine davon ist momentan auf Weltreise. Ihre Schwester Laura ist für Helena ein großes Vorbild und ein Ansporn. Wenn es dann passt, wenn wir Zeit haben, dann gehen wir einkaufen. Dann gucken wir, jetzt ist wieder Sommer, jetzt können wir wieder Rad fahren. Oder dann machen wir irgendwas anderes. Also das gucken wir schon, dass wir die Zeit dann auch zusammen nutzen, wenn wir das dann haben. Ja, also ich denke, wir haben ein gutes Verhältnis, oder? Ja. Ja. Ja, ich dich auch. Unterdessen bei Leo?
Ein ernstes Thema. Leo, dein Wert ist, sag's mir nochmal. 103. Okay, was machen wir jetzt? Du brauchst Insulin. Ja. Dann gibst du dir mal 2,4. 2,4. Gut, ich mache, Mutti. Alles klar, Schatzi. Leo hat Diabetes, seit er 4 Jahre alt ist. Er trägt eine Insulinpumpe, die seinen Blutzucker reguliert. 2,4. Und dann okay und dann ich essen. So, 4,2. Nee, 2,4. 4,2 dürftest du dir nicht geben. Die 2 ist vorne. Du musst richtig lesen. Wenn er sich jetzt 4,2 gegeben hätte, weil er die Zahl verdreht hat, dann kann er, weil er sich zu viel Insulin gegeben hat, ganz schnell in Ohnmacht fallen. Sei vorne und hinter 4. Ja, genau. Ja, es geht. Alles klar, okay. Okay, und dann ist los. Und dann essen. Vor jeder Mahlzeit braucht Leo die passende Menge Insulin, damit sein Körper nicht über- oder unterzuckert wird. Gib's mir. Der Blutzuckerspiegel muss ständig im Auge behalten werden. Leo merkt es an einem seltsamen Gefühl, wenn sein Wert nicht stimmt. Meine Tiere laufen in meinen Körper und dann ich bin leicht und Ruhe legen habe ich denn und dann ich bin gut warten und dann ich bin unter Zucker hoch und dann Pausen machen. Pause. Bei einem hohen Wert, wenn er das dauerhaft hat, dann hat er ganz große Folgeschäden. Das heißt, es geht bis hin zu Erblindung oder bis hin zu Herzinfarkt oder Schlaganfall oder dass Gliedmaßen nicht mehr versorgt werden mit Blut und so weiter. Wir sind immer angespannt. Du vergisst es nicht. Und das Essen darfst du nicht vergessen, weil du hast dir Insulin gegeben. Bis jetzt hat seine Mutter immer auf alles geachtet. Doch wenn Leo im Hotel arbeitet, muss er seinen Blutzucker selbst im Auge behalten und richtig reagieren. Ob das wirklich klappt? Im Hotel beginnt ein neuer Tag. Hi, servus, na? Na? Wie geht's dir? Gut. Na? Schön. Ja, dein Tag ist gut. Mein Tag ist gut bislang, ja. Und bei dir? Alles gut? Ja. Ja? Sehr schön. Wir machen jetzt gleich Grünkohl zusammen. Ja. Ja? Hast du Lust drauf? Logo. Super. Das ist Leos nächste Station. Die Küche des Gourmet-Restaurants. Dann kannst du ein bisschen Salz ins Wasser machen. Das muss richtig kräftig gewürzt sein. 2. Sebastian Wiese ist der Küchenchef. Und dann, vielleicht könnt ihr das zusammen machen. Der Markus kann ja auch ein bisschen mithelfen. Ja. Ne? Sein Team besteht aus 10 Personen. Darunter Hilfskoch Markus. Lassen, musst du gar nicht so ein bisschen schuckeln. Wenn das dann gleich fertig ist, das müssen wir mal kurz probieren. Auch Leo soll hier eine passende Aufgabe finden. Also grundsätzlich Menschen, die die Möglichkeit zu geben, die sonst schwer an den ersten Arbeitsmarkt kommen, wirklich eine Aufgabe, eine wirklich sinnvolle Aufgabe zu geben, ist eine richtig tolle Geschichte, die auch gespiegelt wird von den beiden. Wir haben dann natürlich noch viele andere Mitarbeiter, die uns dieses Feedback einfach geben, dass sie glücklich sind darüber, wirklich sinnvolle Arbeit zu tun und nicht einfach nur einen Karton zusammenfalten. Die ersten Handgriffe sind ungewohnt für Leo. Für seinen Kollegen Markus aber schon lange nicht mehr. Markus ist seit fast 20 Jahren dabei. Alles eine Frage der Routine. Sehr lecker. Ja? Schmeckt's? Ja. Leo? Das Ergebnis? Kürbis-Gnocchi mit Gemüse für eine Tagungsgruppe von 20 Personen. Ja, die machen wir auch da vorne. Das Team ist rundum begeistert. Ist nett und cooler Typ und cool Chefkoch. Ja, ich mag. Ja, super. Freut mich. Markus hat jetzt Feierabend. Er führt ein eigenständiges Leben, auch nach dem Job.
Für den Weg von und zur Arbeit nutzt er sein E-Bike. Nur 5 Minuten braucht er für den Heimweg. Markus lebt in einer WG für Menschen mit Behinderung. Seine große Leidenschaft? Die Kunst. In seiner Freizeit tüftelt der 45-Jährige liebevoll an seinen Meisterwerken. Eines seiner Lieblingsstücke wird er demnächst verschenken. An jemand ganz Besonderen. Die meisten seiner Werke haben eine politische Botschaft. Die Flaschen, wie die heißen, Olaf Scholz, Putin, Zelensky. Die da die Ukraine helfen, das sind die Deutschen. Das ist Wladimir Putin. Der macht Krieg. Markus liest täglich Zeitung, informiert sich über das Weltgeschehen und macht sich Gedanken über die Zukunft. Frieden wünsche ich mir auf der Erde, dass die Menschen Frieden in Ruhe leben können. Dass der Putin mal weggehört. Das wünsche ich mir. Zur Kunst kam Markus durch seinen Großvater. Mit ihm hat er früher Holzfiguren geschnitzt. Heute ist von Markus engster Familie niemand mehr am Leben. Mit dem Alleinsein kommt er inzwischen gut zurecht. Anders ist das bei Leo. Er sucht den Kontakt zu anderen. Zum Beispiel in der Mittagspause zu den Kolleginnen aus dem Marketing. Leo? Ja? Weißt du, wie man guten Appetit auf Gebärdensprache sagt? Nee. So. Ah. Guck mal. Lass es dir schmecken. Leo, was heißt das? Sehr schön. Du auch heißt es, glaube ich. Du auch. Leos erster Flirt in Gebärdensprache. Hotelgründerin Carmen Wirth ist wieder auf Rundgang. Die da, die sind ja auch süß. Auch schön, ja. Heute sucht sie ein Geschenk im Hotelladen. Hallo. Ja. Hallo. Grüß dich, Diana. Diana und ihre Kollegin helfen ihr dabei, eine passende Aufmerksamkeit zu finden. Oder aus Sassen hätten wir auch ein sehr schönes Schneidebrett mit Geschirrspüler aus Sassen. Können Sie das zutun? Nee, die zwei zusammen. Alles zusammen, dann richten wir es zusammen in ein Geschenk. Ja. Oh, toll. Was Carmen Wirth nicht ahnt, auch sie wird heute überrascht. Mit einem Geschenk von Markus. Ja, sag mal. Markus, lass dich erst mal drücken. Oh, doch. Genierst dich. Mensch, aber die Arbeit, die du, dass es so stimmt. Das ist der Coronavirus, wo unter anderem sah traurig aus. Mhm. Der Coronavirus. Ja. Wie lange hast du da gearbeitet? 6 Wochen. 6 Wochen. Mhm. Ukrainische Weinflasche? Ukrainische, ja, die Farben hast du da reingemacht. Mhm. Ja. Da machst du dir viel Gedanken drüber, über die Ukraine, gell? Und das ist russische Wolke. Oh. Mhm. Und das ist Putin. Ich wünsche mir, dass der Putin aufhört. Das ist erstens mal ein Staunen
Und das Zweite ist, wie bist du da drauf gekommen? Was bedeutet das und das und das und das? Was bedeutet, was hat er dabei gedacht, als er das gemalt hat und das gemalt hat? Die Weinflasche und ukrainische Farben. Trinken die so viel Wein? Sure. Ja? Tschüss. Ja, danke, Markus. Dankeschön. Danke. Wie lange kennen wir uns schon, Markus? Schon seit 2003. 2003. Schon ein altes Ehepaar, gell? Tschüss, einen schönen Tag. Die beiden haben eine sehr vertraute Beziehung und schätzen einander sehr. Markus macht Carmen Wirth gerne eine Freude. Immer mal wieder schenkt er ihr eines seiner Kunstwerke. Zwei davon hat sie in einem Museum ausgestellt. Auf Wiedersehen, liebe Freundin. Tschüss. Neue Bewährungsprobe für Leo. Er soll die Hoteleinnahmen vom Vortag zur Bank bringen und Wechselgeld holen. Hier einmal aufgeschrieben, was wir brauchen. Eine Rolle 1 Euro, eine Rolle 2 Euro und eine Rolle 20 Cent Stück. Falls Sie dich fragen, weil das kostet immer bei der Bank, Sie sollen die Gebühren direkt aufs gleiche Konto schreiben. Also du wirst deinen Namen und dein Geburtsdatum sagen müssen und ich schreibe mir das jeweils auch auf, weil es für die Damen einfach einfacher ist. Noch eine Null? Perfekt, ja. Genau. Das nimmst du am besten vielleicht in deine Tasche, dass du es griffbereit hast. Das gibst du bei der Bank mit ab. Das Geld für die Münzrollen ist hier in diesem Mäppchen. Sehr große Verantwortung. Das wird der Leo auch erstmal nicht alleine machen können. Also ich gehe jetzt mit und dann während des Praktikums wird immer jemand dabei sein, der mit zur Bank geht. Dann gehen wir los? Ja. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Viel Spaß. Danke. Hast du das Geld fest? Ja. 5 Minuten Fußweg sind es bis zur Bank. Bewegung wirkt sich auf Leos Blutzuckerspiegel aus. Bisher ist alles in Ordnung. Du gehst jetzt in die Bank rein, gibst die Umschläge ab und hast in deinem Portemonnaie die Visitenkarte mit deinem Namen. Und die gibst du auch dazu. Gott, ich mache. Genau, ziehst die Maske auf. Ich warte hier auf dich. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Grüß Gott. Aber wo steckt bloß die Visitenkarte? Warte. Hat Leo sie etwa verloren? Hä? Da war ich nicht da. Ich bin mir ein bisschen unsicher, weil er so lange braucht. Aber es könnte auch sein, dass er jetzt ansteht. Er hat ja diese Karte im Portemonnaie. Bin ich gespannt, ob er die ausgepackt hat, weil die brauchen die Daten, die er da drauf hat. Nee, nicht da. Dann gucke ich danach. Ja. Wie viel ist es denn? Leos Glück? Die Bankangestellte hat gesehen, dass die Inklusionsbeauftragte draußen wartet. Deshalb drückt sie dieses Mal ein Auge zu. Hallo. Sehr gut. Das ist leer und da ist die Quittung drin. Ja. Und hier ist das Wechselgeld. Du, einmal gucken, das. Das hast du bekommen? Ja. Ja? Ja. Hast du deine Karte gegeben? Ich nicht finden. Du hast die Karte nicht gefunden? Nee. Aber die wollten jetzt wissen, wie du heißt. Leonard. Und dein Geburtsdatum? Ja, ich hab's. Und hast du unterschrieben? Ja. Also super. Hat alles gut geklappt. Ja. Auf Leo wartet schon die nächste Aufgabe. Er soll den Verpackungsmüll zerkleinern. Vor lauter Arbeit vergisst er seine Blutzuckerkontrolle. Leo, du hast jetzt hier richtig hart gearbeitet. Mir wäre es ganz lieb, wenn du mal kurz nach deinem Blutzucker schaust. Gut, ich einmal gucken. Ja. Und dann, ich bin heute fit, ja? Ich glaube auch, dass du fit bist. Warte. 95. Der Wert? Im Augenblick noch in Ordnung. Immer noch. Diana aus dem Hotelladen hat heute einen freien Tag.
Seit 5 Jahren hat sie den Führerschein und ein eigenes Auto. Täglich fährt sie damit 40 Minuten zur Arbeit. Und auch jetzt weiß sie genau, wo es lang geht. Mit dabei ihr Freund Jan. Gucken wir mal, was wir so finden. Genau. Was spüren. Die lassen sie liegen. Sie suchen etwas anderes. Müll. Ja, da schnappt alles auf. Die Natur von Abfall zu befreien, ist eigentlich Jans große Leidenschaft. Doch aus Liebe zu ihrem Freund macht Diana gerne mit. Tisch, eine Flasche. Da eine Pfanddose. Ja, ich bin das halt nicht gewöhnt mit sowas. Und ich habe das auch erst lernen müssen, dass sowas eigentlich nicht peinlich ist. Es ist ja eigentlich gut für die Umwelt. Genau. Ja, ich mach's für ihn. Das habe ich seit klein auf eigentlich schon gemacht, Müll zu sammeln. Also es war immer so mein Hobby eigentlich. Und dann habe ich halt mein Hobby ausgebreitet. Auch heute sind die beiden mehrere Stunden unterwegs. Klar, dass ihnen dabei alles Mögliche in die Hände fällt, das einfach nicht hierher gehört. Eine Radkappe habe ich gefunden. Ja, das dauert mindestens 100 Jahre, bis sowas verreckt. Also bis es komplett sich aufgelöst hat. Und alles, was man halt nicht findet, geht irgendwann ins Meer. Und dann haben wir halt dort das Theater dann. Bald werden die beiden aber weniger Zeit für ihr Hobby haben. Denn sie müssen Vorbereitungen treffen. Für einen gemeinsamen großen Tag. Leo, wenn du das aufschneidest, dann brauchst du nicht die ganze Klinge. Genau, das ist sonst auch sehr gefährlich für deine Finger. Leo hat mittlerweile schon fast einen ganzen Arbeitstag in den Knochen. Aber pausieren kommt für ihn nicht in Frage. Und was ich richtig super finde, ist, dass Leo immer letztendlich das alleine machen möchte. Also wenn er weiß, wie es geht, dann sagt er, ich mach selber und dann mach das auch. Heute Arbeit heute. Ich bin sehr kaputt, aber ich mache jetzt gleich Müll zurück. Plötzlich wird Leo unruhig und kann sich kaum noch konzentrieren. Das reicht. Die Inklusionsbeauftragte spürt, dass mit Leo etwas nicht stimmt. Ja. Ja. Geh einfach kurz nach hinten und iss die Banane. Ja, ja. Geht's dir nicht gut? Aber warum setzt du dich auf den Boden? Okay. Es rot ist. Ja, das ist schlecht. Ja. Leo ist unterzuckert. Eine kritische Situation. Ich bin langsam heute. Ja, iss mal die Banane. Ja, ja. Das ist ein bisschen sehr komisch, Leo. Ja. Du hast einfach viel gearbeitet gerade. Ja, heute. Mhm. Ich bin sehr schwitzen im Keller. Ja, es macht mir schon Angst, wenn er sich da hinsetzt. Und man merkt es dann auch so ein bisschen, wird so ein bisschen hibbelig, aber. Ja, kein gutes Gefühl. Was nun? Kann Leo trotz Diabeteserkrankung weiter im Hotel arbeiten? Er kann es nicht alleine machen. Und wir können zum einen nicht die Verantwortung übernehmen. Und aber auch seine Kollegen an der Rezeption werden nicht die Zeit haben. Leos Eltern am Boden zerstört. Das Gefühl ist, ich könnte alles in Müll schmeißen. Endet hier Leos Traum von einem festen Job im Hotel?